Das digitale Zeitalter hat den Brief größtenteils durch die E-Mail ersetzt, denn Kunden oder Lieferanten erwarten eine schnelle Online-Kommunikation. Aber E-Mails sind nicht nur im privaten und im geschäftlichen Bereich beliebt, sondern auch bei Cyberkriminellen. Oft wird die Unwissenheit der Mitarbeiter im Unternehmen ausgenutzt, um beispielsweise Erpressungstrojaner mit Viren einzuschleusen. Wenn ein solcher Trojaner alle PCs blockiert, ist unter Umständen Ihr ganzes Unternehmen handlungsunfähig. Schützen Sie sich durch umfassende IT-Sicherheitslösungen und professionellen Spam-Schutz. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn vertrauliche Dokumente wie Verträge oder sensible Kundendaten per E-Mail versendet werden sollen. Eine unverschlüsselte E-Mail ist im Prinzip lesbar wie eine Postkarte. Mit einfachen Mitteln können unberechtigte Personen nicht nur mitlesen, sondern auch den Inhalt der E-Mail verändern. Unbemerkt und manchmal sogar im Namen des Absenders. Auf diese Weise können Cyberkriminelle mit betrügerischen E-Mails Unternehmen schwer schädigen. Unternehmen sind verpflichtet, Daten ihrer Kunden und Geschäftspartner zu schützen. Wer sensible Daten unverschlüsselt mailt, verstößt gegen datenschutzrechtliche Vorgaben. Ein nachlässiger Umgang mit Daten kann auch ein Datenleck zur Folge haben. Und das bedeutet für Ihr Unternehmen einen Image- und Vertrauensverlust, denn Kunden und Lieferanten müssen bei einer Datenpanne informiert werden. Verschlüsseln Sie daher Ihre E-Mails und ersparen sich so eine Menge Ärger. DATEV bietet eine solche E-Mail-Verschlüsselung. Informationen und Dokumente, seien sie noch so sensibel, können dann sicher per E-Mail ausgetauscht werden. Weitere interessante Themen rund um Ihr Unternehmen finden Sie auch auf www.trialog-magazin.de mit vielen aktuellen Tipps mit Mehrwert.